Was geht? Ich hoffe, ihr seid fleißig, arbeitet an euch. Sorry, ich habe gerade ein bisschen aufgestoßen, aber egal. Kommen wir zum Video direkt. Wenn du vielleicht mein Live-Video gesehen hast, habe ich da ein bisschen rumgestottert, habe da ein Wort gesucht und wollte jetzt dazu ein explizites Video machen über dieses Thema. Und das Wort war auf jeden Fall Information. Und um was es sich jetzt dreht, ist deine Ernährung. Warum es so wichtig ist, dich gesund zu ernähren. Oder du musst nicht perfekt sein. Das heißt nicht, du musst jetzt 7 Tage der Woche dich 100% gesund ernähren. Das meine ich nicht. Sonst wird es ja auch ungesund, so wenn man zu extrem wird. Was ich einfach meine, ist, so gut wie möglich sich zu ernähren. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht hergekommen, um perfekt zu sein. Du musst jetzt nicht irgendwie sagen oder das tun, damit du sagen kannst, oh, guck mal, wie toll ich bin oder sonst irgendwas, du tust das für dich. Alles, was du in deinem Körper tust, ist Information. Nicht nur das, was du konsumierst, tagtäglich jetzt zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio oder auf YouTube oder auf sämtlichen anderen Plattformen, ja. Nicht nur das, was du konsumierst, ist wichtig, was du deinem Körper und deinem Geist so quasi präsentierst, sondern auch die Ernährung. Vielleicht hast du es mal gemerkt, du isst irgendwas, eine Tüte Chips oder sonst was, und du bekommst auf einmal irgendwelche negativen Gedanken. So, das ist für all meine spirituellen Menschen da draußen, für alle die, die sich auch damit befassen, für alle die halt noch in der Matrix leben und das und sich nicht damit auseinandersetzen, mit ihrem Körper, mit ihrem Geist, mit ihren Intuitionen und sowas. Die können das jetzt nicht verstehen. Deswegen, das Video ist nicht für jedermann geeignet. Nicht jeder versteht dieses Thema, nicht jeder wird es verstehen, nicht jeder fühlt sich damit so quasi verbunden. Es wird jetzt bestimmt einige geben, du bist doch verrückt, wie kann Essen Information sein? Ist doch nur Essen. So, nein. So, die Tüte Chips ist halt kein, ich mache halt nur ein Beispiel, der kann ja auch irgendwie Pommes sein, kann auch ein Burger sein oder sonst irgendwas. Ich merke das nämlich auch immer, jedes Mal, wenn ich dann sowas esse, bekomme ich dann irgendwelche negativen Gedanken, werde dann nochmal irgendwie schwach, rückfällig für irgendeinen Bullshit oder sonst irgendwas, bekomme irgendwie Heißhunger auf irgendeinen anderen Scheiß und so und bekomme diese komischen Gedanken. So, denn alles ist Information. Nicht nur das, was du, wie gesagt, im Fernsehen da siehst, ist informativ oder sonst irgendwas oder gibt dir Informationen weiter, sondern alles, was du in deinen Körper tust, alles, was du trinkst, alles, was du isst, ist Information. Deswegen, wenn du Alkohol trinkst, fühlst du dich so benebelt und sonst irgendwas, weil das deinem Körper die Information gibt, ich habe hier gerade ein Gift und ich muss hier entgiften und deswegen fühlst du dich so. Ich bin kein Neurowissenschaftler oder sonst irgendwas und kein Experte, aber ich weiß, dass Alkohol ein Gift für den Körper ist und der Körper will sich dagegen wehren und deswegen fühlst du dich so, wie du fühlst, den Tag danach oder während du halt betrunken bist und so weiter und so fort. Deswegen, ich für meinen Teil, für jeden, der sich das jetzt fragt, ich trinke nicht mehr. Seit Silvester 2020 habe ich aufgehört zu trinken. Das war das letzte Mal, wo ich Alkohol konsumiert habe. Silvester 2020 mit Weed sieht es ein bisschen anders aus, mit Grünem sieht es ein bisschen anders aus, das ist so eine On-Off-Beziehung. Ich bin mehr der Smoker, ich bin mehr der Smoker und ich habe hier auch so meine Zigarren und sowas. Das ist was, auf das ich stehe, auf jeden Fall. So meine Bad Boys hier, meine schönen Zigarren. Aber ja, wir sind nicht hierher gekommen, um irgendwie perfekt zu sein. Ich denke, man sollte es nicht übertreiben, so. Wenn du mal ab und zu ein Glas Whisky trinkst oder sowas, Glas Wein trinkst, was auch immer dir jetzt gefällt, ist jetzt kein Beinbruch. Aber wenn das immer der Fall ist, gibst du deinem Körper quasi nur schreckliche Informationen weiter. Weil wenn du jeden Tag, keine Ahnung, 10 Flaschen Bier trinkst, keine gute Information. Wenn du jeden Tag Chips isst, keine gute Information. Wenn du jeden Tag Junkfood frisst, ja, auch keine guten Informationen. Deswegen sind Leute heutzutage so lazy und so depressiv, weil sie ständig nur negative Dinge konsumieren. Das ist Fakt. Für jeden, der sich damit nicht auseinandersetzt,
gebe ich dir jetzt diesen Gedankenstoß mal weiter. Setz dich damit auseinander, was du deinem Körper alles so gibst, was du dir alles so gönnst, ja, für Süßigkeiten, Junkfood und Fastfood und Bullshit über Social Media und alles ist Information. Und dein Körper weiß nicht, oder dein Bewusstsein, dein Geist weiß nicht, was positiv oder negativ ist. Er nimmt die Dinge einfach nur auf. Und wenn du negative Glaubenssätze hast, die du bekommst durch negative Ernährung, ja, weiß dein Körper natürlich nicht, dass das negativ ist. Er wird dir nur noch mehr geben. Und dann bekommst du noch mehr Heißhunger auf noch mehr Chips, frisst noch mehr Chips und wirst noch negativer, noch mehr lazy, noch mehr träge, noch mehr depressiv. Und das ist ja, was die Eliten von uns wollen, dass wir immer depressiver werden, mehr Pharmazeutika zu uns nehmen. Ist ja auch so ein Ding, Pharmazeutika. Wenn du die ganze Zeit dann, du hast eine posttraumatische Belastungsstörung, nimmst da Medikamente. Hast irgendwie ADHS, nimmst da Medikamente. Bist bipolar, nimmst da Medikamente. Was weiß ich, was du alles für Persönlichkeitsstörungen haben kannst. Und es gibt so viele Medikamente. Und da steht sogar, habe ich auch sogar einen Kommentar letztens gelesen, so von wegen, ich weiß nicht mehr, was es war, so Antidepressiva. Du nimmst Antidepressiva und da steht sogar in der Verpackungsbeilage. Das habe ich auch von anderen Doktoren sogar gehört und sowas. Auf YouTube und sämtlichen anderen Plattformen, dass es wirklich so ist. Deswegen zitiere ich das auch wieder, dass dann auf der Verpackungsbeilage steht, so, ja, kann Selbstmordgedanken dir vermitteln und sowas weitergeben. So, Antidepressiva, eigentlich sollte es dagegen sein, dass du weniger Selbstmordgedanken hast, dass du weniger depressiv bist, aber das verstärkt das Ganze. Aber das ist ja, was die Elite quasi will. Sie wollen dich nicht heilen, sie wollen nicht, dass du gesund wirst, sie wollen, dass du immer mehr krank wirst. Denn ein kranker Mensch ist ein potenzieller Kunde. Ein potenzieller Kunde ist Geld und Geld ist Macht. Ja? Deswegen macht die Pharmaindustrie, ob du es glauben willst oder nicht, dich nicht gesund. Ein halbtoter Mensch ist besser als ein gesunder Mensch. Ein toter Mensch ist auch nicht gut, weil an dem kann man kein Geld mehr machen. Aber halbtot ist genau perfekt für die. Deswegen steht dann immer diese Risiken, diese Risiken, diese Risiken, ja, auf diesen ganzen Pharmazeutika. Deswegen alles, was du konsumierst, egal was du isst, was du trinkst, welche Tabletten du schluckst, auch welche Drogen du nimmst, was auch immer, ja, alles ist Information. Alles ist Information. Wenn du jeden Tag kiffst, es ist so, wirst du auch irgendwann immer träger und träger und träger. Deswegen ist es bei mir so eine On-Off-Beziehung. Ich genieße es zwar, wenn ich es tue, aber wenn es zu viel wird, wenn ich merke, ich werde zu träge, muss ich stoppen. Und ich finde auch, ich werde dazu auch noch ein paralleles Video machen, ein extra Video dafür, wie du es schaffst, mit dem Kiffen aufzuhören oder wie ich dazu stehe. Ich finde sowieso, man sollte das so, wenn man es gerne tut, wenn man es gerne auch gut verträgt, wenn man es quasi steuern kann, nicht so super abhängig davon ist. Denn ich finde, das ist wichtig. Und dass du es auch pur konsumierst und nicht mit Tabak oder sonst irgendwas, dass du noch abhängiger dadurch wirst. Für jeden, der sagt jetzt, ja, du rauchst doch auch Zigarren, du puffst doch auch Zigarren, ist doch auch Tabak und da wird man doch auch süchtig. Ich bin aber eine starke Seele. Ich kann mich selbst kontrollieren. Wenn ich merke, irgendwas wird zu viel, cutte ich es direkt. Sag ich, okay, es wird zu viel. Ich muss jetzt Pause machen, muss jetzt wieder Detox machen. So. Und arbeite dann daran, weniger zu tun. Ja, ich habe auch meine Zeiten, da fress ich dann nur Junkfood. Jetzt so gar nicht mehr. Jetzt habe ich ein, zwei Mal in der Woche, wo ich dann mir so ein bisschen Junk gönne, wo ich dann diesen Cheat Day habe. So, weil ich bin auch relativ dünn, so ich verbrauche auch viel Energie und da brauche ich so meine ein, zwei Tage, wo ich cheate, dass ich wieder ein bisschen Gewicht draufpacke und während der Woche tue ich es halt wieder verlieren. Das ist immer so ein Auf und Ab bei mir. Ich verbrauche halt sehr, sehr viel Energie, sehr viele Kalorien, so ja, und auch sehr schnell. Ich verbrenne so super viel, super viel. Ich könnte quasi den ganzen Tag eigentlich nur Junk essen, man würde es mir nicht ansehen. Und ich weiß ganz genau, dass es so ist, weil ich habe auch diese Zeiten hinter mir, wo ich jeden Tag einen Scheißdreck gegessen habe. So, mein Fitness gemacht habe, super aufgepumpt war und man hat mir nicht angesehen, ich war komplett ripped. So, und das ist einfach so meine Genetik. Deswegen, ich könnte es mir gönnen, aber ich tue es nicht.
So, ich mache dann trotzdem für alle die, die jetzt sagen, ja, aber du sagst doch, man sollte maximal einen Tag machen. Ja, jeder ist anders. So, ich für meinen Teil, ich könnte 2 Tage machen, aber ich tue mein Bestes, dass es nur ein Tag wird. Manchmal, wie gesagt, artet es aus, dann sind es 2 Tage, wo ich dann cheate. So, weil ich es mir auch erlauben kann. Ja, aber nur weil ich es mir erlauben kann, heißt das nicht, dass ich es auch mir jedes Mal erlaube. Weißt du, was ich meine? Deswegen stell dich nicht dumm. Aber es gibt einige da draußen, die fressen dann sowas und es schlägt direkt auf die Hüften an, so, oder auf andere Körperstellen und man sieht direkt so den Bauch und sonst irgendwas und du bekommst dann auf einmal direkt ein paar Funde zu viel drauf, so. Für euch ist es nicht empfehlenswert, 2 Tage zu cheaten, da würde ich halt nur einen oder einen halben Tag cheaten, wo du dann einen halben Tag heißt, du gönnst dir jetzt, was weiß ich, eine Mahlzeit an einem Tag, beispielsweise Samstag oder sonst was, machst du eine Cheat-Mahlzeit. Ja, für alle die, die jetzt wirklich schnell zunehmen oder sonst was und Probleme damit haben. Einen halben Tag, wo du dir dann gönnst, wo du nicht den ganzen Tag nur Scheiße frisst und dann Haribos und Junkfood und alles und dies und das. Nein, eine Mahlzeit, jetzt beispielsweise, ich liebe Burger. Ich liebe Burger. So. Und das ist sowas, da cheate ich, weil ich weiß ganz genau, diese Tofu-Produkte oder diese Plant-Based Burger und sowas, das ist auch nicht super gesund. Das ist bestimmt auch Chemie, was da drin ist und sonst irgendwas. Aber einmal oder zweimal in der Woche gönne ich mir das dann. Oder mach mir dann eine Pizza oder sonst irgendwas, ja. Und für alle die, die halt sich das nicht so krass gönnen können, einen halben Tag, dann heißt es, okay, ich gönne mir jetzt eine Pizza. Das ist mein Cheat Meal für dieses eine Mal und dann ist gut. Und den Rest vom Tag esse ich dann trotzdem mein Grünzeug, mein Salat, mein Obst und sowas. Das mache ich nämlich auch sehr oft, wo ich dann ein Cheat Meal habe, eine Pizza esse oder sonst was oder 2 Pizzen esse. So, das ist dann mein Cheat Meal. Und dann Rest vom Tag esse ich dann so meine Kokosnuss, Mango und Früchte und mein Grünzeug und sowas. Ja? Deswegen, ich gebe hier nur ein bisschen Game raus. So ein paar Gedankenanstöße, weil ich finde, man sollte mit seinem Körper umgehen wie ein Tempel. Dein Körper ist ein Tempel und wenn du ihn auch so behandelst, wird er es dir danken. Aber wenn du deinem Körper quasi nur Bullshit reingibst, vermittelst du deinem Körper, okay, ich bin nichts wert. Und dann wirst du auch immer mehr diese geringen Selbstwertgefühle bekommen. Depressionen bekommen, all diese negativen Gedanken bekommen. Deswegen, diesen Gedankenstoß wollte ich dir jetzt einfach mal nur kurz geben. Ich werde auch jetzt so quasi mein Bestes geben. So, wie gesagt, ich habe es so oft gesagt, aber manchmal ist es so schwer, kurze Videos zu machen, die nicht jetzt gerade eine halbe Stunde gehen oder 25 Minuten. Deswegen, ich werde mein Bestes geben, dass die so in dieser Länge sind. In diesem Sinne, ich denke, ich habe genug gesagt. Es war jetzt nur ein kleiner Gedankenanstoß. Achte darauf, was du in deinen Körper gibst, ja, und er wird es dir danken, wenn du wirklich positive Dinge konsumierst. YouTube, positive Videos, die dir einen guten Vibe vermitteln, Radio, gute Musik oder sowas. Oder hör gar kein Radio, Fernsehen, guck gar kein Fernsehen. Guck, wenn dann irgendwelche Serien, die auch nicht Bullshit sind, von denen du auch irgendwie was lernen kannst und sowas. Wirklich nur positive Dinge und du wirst merken, du wirst selbst immer mehr angetriebener, immer angetriebener, immer mehr motiviert sein, immer mehr aus dir rauskommen, immer positiver sein, immer mehr selbstsicherer sein und sowas. Deswegen in diesem Sinne, das wollte ich jetzt einfach nur mal kurz so ansprechen, weil ich fand das jetzt auch wichtig, weil in diesem Live-Video hat man es auch gehört. Da wollte ich das sagen, quasi Information, dieses Wort ist mir nicht eingefallen. Und das hat mich jetzt dazu geführt, dieses Video quasi zu machen, denn ich finde, das ist essentiell, welche Informationen du quasi konsumierst. Jeden Tag. Mach dir deine Gedanken. In diesem Sinne, wenn es irgendwelche Fragen gibt, fühl dich frei, mir zu schreiben über Social Media, Instagram, The Soul Channel mit Unterstrichen zwischen The Unterstrich Soul Unterstrich Channel. Und meine E-Mail-Adresse ist Fabrizio F. 200397@gmail.com, glaube ich. Deswegen aber alles ist verlinkt immer in jeder Videobeschreibung, auch in der Kanalbeschreibung. Und wenn du mich unterstützen willst, kannst du das natürlich auch gerne tun mit einem Super Thanks, mit
indem du Videos likest, was auch immer. Ich will hier aber auch nicht so viel promoten und so, ist alles dir überlassen, ob du mich per PayPal auch unterstützen willst oder sowas. Überlasse ich alles dir. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen und dir hat das etwas jetzt gebracht. Und du ziehst jetzt fleißig durch und arbeitest jetzt schön an dir und lässt dich nicht mehr hängen, dass du nicht mehr diese depressiven, negativen Gedanken hast. Denn das wünsche ich dir, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Peace out.